Vereidigung eines neuen Präsidenten in den USA. Zeit mal wieder ein Gespräch mit Tim Schäfer, Wall Street Korrespondent und Börsenexperte direkt aus New York zu führen. Und ich finde es besonders spannend, nicht mit jemandem zu sprechen, der hier aus Deutschland oder aus Europa über die USA spricht, sondern jemand direkt in New York, der genauer aus erster Hand sagen kann, was momentan bei euch da drüben so los ist. Hi Richie. Ja, wie geht's so zusammen? Also wir haben hier in New York hast du viele Umzugswegen, siehst du auf der Straße und so. Es ist so schon ein Exodus. Also da ziehen einige hunderttausend Leute schon weg. Die ziehen aufs Land, die ziehen in Vororte, die ziehen nach Florida, nach Texas. Es hat verschiedene Gründe, warum New York ruhiger geworden ist. Und vielleicht ein finanzieller Grund, die Mieten sind ja absurd hoch. Gell? Und so eine Wohnung, was eine Wohnung kostet, wenn du die kaufen würdest. Also es hat finanzielle Gründe, die Arbeitslosigkeit. Und dann wollen die Leute auch mehr Outdoor sein. Die wollen irgendwie in Waldnähe wohnen, in den Bergen, am Strand. Das ist total, total in geworden. Heißt es bei euch ist auch das Thema Homeoffice, also Arbeit nicht mehr da, wo mein Büro ist, sondern auch ein bisschen außerhalb. Wenn man in Deutschland sagt, am Speckgürtel, ist es auch jetzt stärker in Fokus getreten, gerade in New York? Ja, absolut. Wenn du mal schaust bei den großen Konzernen, da ist kaum jemand, der dort arbeitet. Bei den Großbanken oder bei den Versicherungen. Auch bei Redaktionen, Medienkonzerne oder Facebook hat ja hier und Google haben ja hier eine große Filiale. Mhm. Die meisten machen Homeoffice und es kommen ganz wenige zur Arbeit. Und das ist auch in Ordnung so, weil die Konzerne haben gesagt, wenn du mal schaust bei Twitter oder so, die haben auch gesagt, hey, in Kalifornien ist das ähnlich. Du sollst im Grunde von zu Hause arbeiten, weil wahrscheinlich ist das auch ein rechtliches Problem, ein Gesundheitsproblem und die sparen dann im Grunde ja auch langfristig, mittelfristig extreme Bürokosten. Und ich glaube, das funktioniert durch die Digitalisierung, durch Zoom, was wir jetzt hier machen. Du hast viel mehr Möglichkeiten, dass du tatsächlich von zu Hause gut arbeiten kannst. Vielleicht sogar effizienter, wie vorher, du sparst Pendelzeit. Mhm. Jetzt sind wir schon mittendrin eigentlich, weil ich glaube, das hat vielleicht ja auch eine Auswirkung gerade auf viele REITs, die in den USA ja sehr beliebt sind. Viele, die vielleicht Büroräume als REIT gekauft haben, haben jetzt vielleicht das Problem, es stehen irgendwie riesige Büroflächen plötzlich leer. Und es gibt jetzt ja verschiedene Überlegungen, was passiert damit? Wandelt man es in den Wohnraum um, der ja auch nicht mehr so teuer ist, weil alle abflüchten? Oder kann es sein, dass man mittelfristig plötzlich in Großstädten irgendwelche zentralen Lagerstellen hatten von Versendern, die da einfach noch schneller agieren können, was vielleicht für Amazon toll wäre? Merkt man auch was? Oder glaubst du mittelfristig, dass die Preise auch in New York zum Beispiel fallen würden? Wir bleiben jetzt in New York, weil du dich da am besten einfach auskennst, da du ja wohnst. Ja, genau. Die Preise fallen auf jeden Fall für Büroflächen, für Privat, für Wohnraum. Und man weiß gar nicht, wie sich das dann später verändern wird. Also wenn du durch die Straßen läufst, das ist schon krass, weil du siehst viele Ladengeschäfte, die sind zu. Ja, da klebt so ein Papierdings drin. Mhm. Oder da sind so große so Spanplatten, so Platten angebracht, so Holzplatten. Ja gut, weil du hast so wilde Graffiti sonst oder irgendeiner schmeißt einen Stein rein und da gibt es auch noch so Krawalle halt und zur Ausschreitung gab es ja mehr als genug und du siehst halt, also wenn du die Straße runterläufst, viele kaputte, also Ladengeschäfte, Restaurants, das ist schon heftig, also nur die Stärksten werden es schaffen und man muss sich immer wieder anpassen. Also ich denke mal, dass diese REITs, was du angesprochen hast, so Büro-REITs, die müssen halt innovativ werden. Die müssen halt schauen, was läuft. Vielleicht genau, machst du so einen Lagerraum, so einmal so ein Paket, Abholstationen oder man muss sich ständig neu erfinden. Und vielleicht ändert sich das auch wieder, wenn wir jetzt diese ganzen Impfsachen raus haben. Und das kann vielleicht noch ein Jahr dauern, bis größere Bevölkerungsschichten geimpft sind. Und bis das Virus durch ist, dann kommt vielleicht wieder in einer gewissen Weise Normalität zurück. Dann denke ich, dass diese Büros wieder langsam bezogen werden, um wieder Restaurants öffnen, Ladengeschäfte, vielleicht langsam. Und ich weiß es nicht, aber ich denke mal ein bisschen zurück, geht es zur Normalität, aber es kann auch sein, dass es viel länger dauert, als man denkt und diese REITs viel, viel länger leiden werden. Oder man gewöhnt sich einfach dran, dass man wirklich, wie du gesagt hast, auch von zu Hause genauso gut oder besser arbeiten kann und die Ausnahme wird die neue Realität. Auch das ist vielleicht möglich. Eine Frage, gerade weil du gemeint hast, viele Läden haben geschlossen.
Krawalle, ja, aber wie sieht es in den USA aus? Bei uns in Deutschland ist ja zum Beispiel so, dass eigentlich ja nur Lebensmittelläden so wirklich geöffnet haben dürfen. Gibt es da in New York gewisse Einschränkungen? Was hat da offen, was hat da geschlossen? Ja, also da, du siehst, so Restaurants haben geöffnet, aber die haben draußen dann so Zelte aufgebaut oder so Holzdinger, so Holzhütten auf dem Gehweg im Grunde. Und da sitzen dann Leute in so kleinen Holzhütten zusammen, wo 6 Leute können dann in so einem Ding sitzen. Die haben so einen kleinen Heizstrahler. Es ist schon ulkig. Ja, also und sonst, du hast halt so Target-Läden sind geöffnet oder Whole Foods, so Supermärkte. Mhm. Oder auch so Baumärkte sind geöffnet, aber so auch kleine Modeboutiquen, aber die meisten hat es echt zerpflückt und die sind geschlossen. Mhm. Oder so Dollar-Stores siehst du überall, die geöffnet haben, das scheint zu laufen. So, was für Stores? Ja, okay. So ein Dollar, so Billigläden halt. Okay, so ein Dollar-Läden, okay. Ja, ja. Mit so Ramschware, das läuft. Oder TJ Maxx läuft, da ist immer was los. Oder diese Ross-Stores, die Leute sind halt so auch Schnäppchenjäger in der Krise, wobei auch nicht alle überleben, also es ist schon, insgesamt ist der Einzelhandel, das ist ein ganz großer Leidtragender der Corona-Krise. Gell? Jetzt sind wir vielleicht gerade Einzelhandel, Konkurrenzunternehmen, dazu natürlich die großen Tech-Werte und wie gerade angesprochen, wir hatten heute ist Donnerstag, gestern die Vereidigung von Joe Biden und was mir da aufgefallen ist persönlich, viele haben ja im Vorfeld gedacht, Joe Biden wird vielleicht die großen Tech-Konzerne so ein bisschen an die Kandare nehmen, wird die versuchen so ein bisschen stärker zu besteuern, wird die auch vielleicht ein bisschen mehr einschränken. Dann war natürlich die Rede, ja es kommt drauf an, wie die Verteilung Senat und Repräsentantenhaus ist, ob er die volle Mehrheit kriegt oder nicht, die hat er jetzt auf beiden Seiten und trotzdem gingen gestern bei der Vereidigung gerade Tech-Werte relativ stark durch die Decke in Anführungszeichen, obwohl ja am Anfang viele was anderes erwartet haben. Hast du eine Vermutung, an was es liegen könnte, nur kurzfristig oder ist es vielleicht doch alles gar nicht so schlimm wie anfangs gedacht? Ja, also du hast ja trotzdem wahrscheinlich auch den Trend zur Digitalisierung und das wird er auch nicht aufhalten können. Eine höhere Besteuerung von Konzernen kommt bestimmt, aber so schlimm wird es auch nicht sein. Damit können ja auch zum Beispiel in Frankreich die Louis Vuitton oder L'Oreal Aktien können auch gut damit umgehen und die Konzerne, also die finden immer neue Wege und also ich... Was gut ist für die Aktienmärkte, ist Stabilität, Planbarkeit, keine verrückten, schnellen Entscheidungen, chaotisches Weißes Haus, was wir vorher hatten mit dem Trump. Das war ja eigentlich, auch für einen Kapitalmarkt ist das ja chaotisch. Also du kannst ja als Vorstand gar nicht planen. Mhm. Da kam der dann eine Woche später mit irgendwelchen verrückten Plänen und ständig ändert er irgendwas und besetzt Posten um und da wusste auch niemand, wo er ran ist. Also... Ich glaube, dass die Kapitalmärkte, für die ist das eigentlich gut, wenn du für du hast so Stabilität, du sorgst für Ruhe, für Frieden und auch so innere Stabilität, dass es nicht zu neuen Aufständen kommt. Ich glaube, applaudiert der Kapitalmarkt, dass man ruhig schlafen kann und nicht nachts aufwacht und Albträume bekommt, was als nächstes jetzt passiert und Sturm aufs Kapitol. Das war ja der Wahnsinn, oder? Also da rief der Präsident, weil er nicht verlieren kann, mental hat er ein Problem, ruft er da seine Anhänger zu auf, das Kapitol zu stürmen, direkt oder indirekt, also und die rennen da alle reinschlagen, alles kurz und klein, Leute sterben, also es ist... Also wenn sowas in China passiert wäre, wäre der Aufruf wahrscheinlich größer gewesen. In den USA nimmt man es erstmal so hin. Also ich glaube, da hat Biden einiges zu tun und es wird sicherlich nicht einfach werden, diese Ruhe, die du gerade angesprochen hast, wieder reinzubringen. Aber wenn wir jetzt sagen, so das Erste, du sagst, die Kapitalmärkte erwarten scheinbar von Joe Biden ein bisschen mehr Ruhe. Ja, es gibt vielleicht mehr Besteuerung, es kann sein, die digitalen Unternehmen werden auch vielleicht wieder mal angegangen, wie wir es so häufig haben, aber einfach diese Ruhe bringt einmal was. Wie siehst du den zweiten Punkt, den man Joe Biden ja zuspricht, dass natürlich Milliarden Konjunkturprogramme jetzt schon wieder 1,9 Milliarden oder sogar noch mehr in den Startlöchern stehen. Siehst du das eher positiv oder denkst du dir, boah, wie viel Geld denn noch? Weil irgendwann, das wird ja niemals zurückgezahlt. Das ist ein zweischneidiges Schwert. Kurzfristig, der Markt ist schon langsam abhängig von schnellem, von billigem Geld. Und wenn mehr billiges Geld kommt, freut sich der Markt. Aber irgendwann muss doch auch mal die Zeche gezahlt werden. Wie ist also deine Einstellung dazu? Ja, klar, da gibt es also in der Tat die Sorge, dass dann irgendwann die Inflation kommen kann, weil halt immer mehr Geld gedruckt wird. Andererseits, in Japan hast du ja das Gegenbeispiel, da gab es überhaupt noch keine Inflation, obwohl die genauso Geld gedruckt haben wie verrückt,
Verkreisung der Gesellschaften, das sind halt auch Sparweltmeister. Aber die Amerikaner sind keine Sparweltmeister, die konsumieren gerne. Und wenn er das, der Joe Biden, so Konjunkturprogramme macht, geht es ja überwiegend wieder zur, wahrscheinlich zu den sozial Schwachen, zur Mittelschicht. Und die gehen dann auch konsumieren, die gehen dann auch einkaufen, die kaufen sich dann Kleidung und Schuhe und Sneakers und dann profitieren ja auch wieder die Konzerne. Also, und Inflation ist ja gar nicht so schlecht am Kapitalmarkt. Ein bisschen Inflation oder auch wenn es ein Tick mehr ist, also ist gesund. Natürlich wird es gefährlich, wenn die Zentralbank dann anfängt, die Zinsen zu schnell, zu stark aggressiv zu erhöhen. Und dann kann sie die Konjunktur wieder abwürgen. Aber das ist ja wie beim Autofahren, man tritt ein bisschen aufs Gas und auf die Bremse und so. Und dann, das, also wenn man, ich glaube, die können das schon steuern. Ich mache mir da keine Sorgen, weil die sind schon, also die amerikanische Wirtschaft ist überlegen weltweit. Wenn du mal schaust, die steuern das ja insgesamt schon sehr gut, trotz aller Krisen und so. Im Schnitt 10% Dow Jones oder S&P 500 über 100, 150 Jahre. Also, die haben das schon gut im Griff. Also, der Kapitalismus funktioniert. Aber es gibt zwischendrin halt heftige Tiefschläge von Abstürze und 1929 Börsencrash und so. Das gehört dazu. Aber trotzdem kommst du auf die 10%, wenn man das mit einrechnet. Oh, es ist ein Problem, was viele vielleicht sagen, Kapitalismus funktioniert, aber man hört ja auch in den USA, dass extrem viele wirklich von Essensmarken auch zum Teil abhängig sind, dass natürlich auch da der soziale Gesichtspunkt nicht ganz so hoch gehalten wird. Ich meine, das kann ja auch durchaus zu Gesellschaften und nachvollziehbar gesellschaftlichen Problemen kommen. Ich glaube, da wird auch Joe Biden einiges zu tun haben, als nicht nur mit Geld Konjunktur kurzfristig zu fördern, sondern auch den Frieden, den du angesprochen hast, auch anzugehen, indem er den Leuten vielleicht versucht, irgendwie aus der Bredouille rauszuhelfen, wenn sie es selber nicht schaffen. Das ist, glaube ich, auch eine Schwierigkeit, die kommen wird. Ja, du hast Härtefälle im Kapitalismus, aber du hast das in Deutschland auch, Obdachlose und so. Und, es ist nicht so, dass denen überhaupt nicht geholfen wird. Da gibt es total die Programme, auch von den Bundesstaaten. In New York haben sie die Obdachlosen einquartiert in Hotels, ja, jetzt während der Krise. Da haben sie ganze Hotels genommen, haben mit denen einen Deal gemacht und die leben jetzt in Hotels. Und da gibt es auch viele Vorurteile. Die Leute sagen, ja, die Arbeitslosengelder sind schon geringer, das muss man sagen. Und es ist halt mehr so, die wollen halt hier Selbstmotivation, Hilfe, Hilfe zur Selbsthilfe, eine kleine Hilfe. Aber es gibt überall schon gute Programme, um so Starthilfen zu geben. Und die Bundesstaaten machen viel. Und also es ist nicht so, dass man da komplett durch den Rost fällt, wenn man irgendwie zu den Verlierern zählt. Die auch auf Bundesebene wird viel gemacht. Und also man ist da nicht ein verlorener Mensch oder so. Aber es ist schon härter. Also weil da geht es halt schon um Eigenmotivation, Selbstverantwortung und so. Die wollen, dass du halt selbst dich nach oben arbeitest und nicht so auf der faulen Matte liegst. Das ist schon ein härterer Kampf, klar. Okay. Wenn du jetzt gerade schon gesagt hast, Milliardenkonjunkturprogramm von Biden wird wahrscheinlich helfen. So wie ich jetzt rausgehört habe, siehst du auch langfristig nicht so die Riesenrisiken. Ich glaube, viele erwarten, glaube ich, auch gar nicht mal, dass die ganzen Milliarden, Billiardenbeträge irgendwann wieder in der vollen Summe zurückgezahlt werden. Das geht wahrscheinlich ja gar nicht. Ich glaube, das wird ein spannendes Thema, wie einfach die Kapitalmärkte mit der neuen Situation, mit diesem billigen Geld, und du sagst es ja schon, wenn der Schock mal kommt und man das Geld zu schnell verknappt mit höheren Zinsen, dann wird es problematisch. Aber wenn ich es richtig verstehe, siehst du sonst kein großes, langfristiges, sag ich mal, Geldproblem von der Geldschöpfung her. Eine Geldschöpfung. Ja, das ist schon viel, was geschöpft wird. Und da gibt es ja auch so, naja, so ständige so Krisenmahner und Crash-Propheten, die sagen, ja, in Inflation und das kommt die neue Krise Habt ihr die bei euch 1970. auch, ja, in den USA? Ja, die gibt es überall wie Sand am Meer und die haben da viele Fans. Und ich meine, das ist ja nicht alles komplett daneben, aber ich sag mal, eine Krise wird es immer wieder geben. Alle 10 Jahre haben wir eine Finanzkrise. Aber ich habe es ja angesprochen, schau dir mal an, uns geht es allen besser, wir werden alle älter. Es gibt trotz Corona, ja, gibt es immer mehr Entdeckungen. Wir fliegen irgendwann zum Mars und wir können immer, Krebs ist immer besser heilbar und viele andere Dinge, ja. Also ja, man kann viel klagen und jammern und ständig nach Krisen suchen, die es natürlich gibt und die grauenvoll sind, jetzt mit Corona und so. Aber insgesamt geht es der Menschheit besser, ja.
der Lebensstandard, der nimmt zu. Uns geht es echt besser. Und es ist jetzt unangenehm, dass die Leute vielleicht nicht so reisen können und so. Das ist nervt. Und es gibt auch ganz schlimme Härtefälle, die auf der Intensivstation liegen. Das ist grauenvoll. Aber alles in allem, man muss schon den Blick fürs Ganze haben. Und wenn man da nach vorne schaut, ja, ein paar Jahre, also wir gucken mal die Bildungsmöglichkeiten. Ja, jeder, das ganze Wissen ist ja im Grunde gratis abrufbar im Internet. Das hat es noch nie in der Form gegeben. Ja, man kann so viel lernen und so viele Jobmöglichkeiten, die es heute gibt. Ich bin da optimistisch und sehe den langfristigen Schnitt mit diesen 10% und die ganzen Verbesserungen, die wir haben, auch in Europa. Und ich bin kein Fan, dass man sagt, hey, das wird alles zusammenbrechen, du brauchst Goldmünzen, du brauchst Cash, musst dir im Garten vergraben und mach den Keller voll mit Bohnensuppen und so in Dosen. Also, die guten Prep aus den USA, jawohl. Oder bau dir einen Bunker oder so. Oder Streuobstwiesen, da gibt es ja auch so Kandidaten, die sagen, kauf Streuobstwiesen und Wald, Wälder und leg dein Geld an in, ich weiß nicht, was alles so, was. Zigaretten, Whisky, Wein, alles ganz wichtig. Jetzt sind wir schon beim anderen Thema, was ich interessant finde. Vorsorge für Notfälle. Jetzt haben wir das eine Thema gehabt, hier Streuobstwiesen und Co. Ich höre schon, das ist nicht unbedingt dein Plan, das Zeug musst du notfalls auch verteidigen können. Viele sehen ja aktuell auch so die Flucht in Kryptowährungen. Ich meine, Bitcoin als Paradebeispiel, das ja gerade zum Jahreswechsel extremst angestiegen ist, in den letzten 24 Stunden, wo wir hier aufnehmen, gerade wieder gefallen ist. Wie ist so deine persönliche Meinung? Also nicht jetzt der extreme Hype, den wir gerade hatten, der ist vielleicht schon ein bisschen arg extrem, aber siehst du sowas als durchaus interessante Beimischung, wenn man langfristig Geld anlegen will und eben nicht nur Aktien, sondern auch sowas reinlegt? Oder sagst du, du wartest mal, bis es richtig durchgeschlagen ist beim breiten Markt? Ja, also Krypto ist halt eine Währung. Das ist jetzt kein Konzern wie jetzt Coca-Cola oder Berkshire Hathaway. Ja, die machen keinen Umsatz und keine Gewinne. Es ist eine Währung. Und das ist eine Spekulation. Du hoffst, dass in einem Jahr jemand einen höheren Preis für die Währung bezahlt wie eine Bitcoin. Mhm. Das Gute am Bitcoin ist, es ist begrenzt. Also da kann keine neue Geldschaffung entstehen und die Leute verlieren ihre Codes. Also ich glaube, da 20% wird geschätzt. 20-30% sind schon weg, ganz klar. Ja, ja, vernichtet, weil die Leute ihre Passwörter nicht mehr finden. Und es gibt immer mehr, die sich dafür interessieren. Und aber auch, was das noch befördert, ist, dass so verschiedene Apps lassen das zu, die Bitcoin. Das ist hilfreich, wenn du bei PayPal oder Venmo Square demnächst sogar noch, ja. Ja, wenn du da jetzt künftig auch mit Bitcoin bezahlen kannst. Also das hilft der Währung, den Bitcoins. Ich habe sie nicht, weil es ist mir zu spekulativ, es ist zu wild. Ich habe lieber so Konzerne halt. Ich beteilige mich an Unternehmen langfristig, wo ich denke, hey, die machen Umsätze, die machen Gewinne und die bauen das langfristig aus. Und da kann ich in 10 Jahren, 20, 30 Jahren von profitieren. Bei dem Bitcoin weiß ich nicht, was da passieren wird, kann ich mir nicht ausdenken, deswegen mache ich das nicht, ich habe auch keine Lust. Also einfach, du sagst ganz klar, investiere da, wo du verstehst, wie es funktioniert. Bitcoin ist eine Währung, ist wie Gold, ist vielleicht ein Wertaufbewahrungsspeicher, kann noch ziemlich durchschlagen, aber es kann halt auch ganz schnell wieder, wir haben es 2017 gesehen, auch wieder die Bodenhaftung verlieren und vielleicht auch mal wieder nach unten korrigieren, bleibt sicherlich spannend. Aber was ich jetzt spannend finde, du hast schon gesagt, du investierst lieber langfristig Unternehmen, dieses Land aufbauen. Jetzt kommt folgendes Thema, das finde ich ganz wichtig, ist Butter bei die Fische. Hat sich bei dir irgendwie, gerade durch den Präsidentenwechsel, die Anlagestrategie irgendwo gewechselt? Also wenn du jetzt auf Einzeltitel ausgehen würdest, da draußen ganz wichtig, keine Beratung, keine Empfehlung, einfach nur mal, Tim spricht mit mir ganz locker und ihr guckt zufälligerweise zu, wie das Ganze bei ihm funktioniert. Oder denkst du dir, wer 4 Jahre lang im Weißen Haus sitzt, ist dir langfristig betrachtet gar nicht so wichtig. Du guckst einfach die richtigen Unternehmen an und lehnst die einfach zurück und überprüfst die immer wieder mal. Wie ist da deine Strategie? Hat sie was geändert oder sagst du, the same procedure like every day? Ja, the same procedure. Also ich ändere da überhaupt nichts. Das bleibt alles so liegen, wie es ist. Da gibt es natürlich, die Leute suchen immer nach Grün, warum sie umschichten müssen, ja. Und das sind vielleicht Nuancen, die der steuern kann und vielleicht hat er einen Einfluss für 1-2 Jahre. Aber ich lege ja langfristig an, weil so eine
Da wird sich wenig ändern und die Firmen, die richten sich aus, was der Kunde will, was die Gesellschaft will und nicht, was jetzt ein Politiker will. Es ist also ich lasse die Aktien alle liegen. Ich bin ja Buy and Hold Anleger. Ich mache das so. Ich habe das gelernt von Warren Buffett und das ist so mein großes Idol. Der, auch wenn er Fehler macht und ich mache auch einen Haufen Fehler, ganz, viel mehr als vielleicht viele andere. Aber ich ja, ich kaufe so ganz, meistens so konservativ, so Dividendenzahler, die schon alt, uralt sind, so 100 Jahre, so richtig so Langeweile-Aktien, so, auch so ein paar Banken und Öldinger. Lass die einfach liegen und freue mich auch über die Dividenden und kaufe auch stetig zu. Halt über die Dividenden, das kannst du in Amerika machen, mit diesen Dividenden-Reinvestment-Plans. Und da brauche ich gar nicht ins Depot schauen, das läuft alles im Hintergrund. Das kann man ja im Grunde in Deutschland auch gut machen über so einen Sparplan. Dann setzt du auf und kannst, ob das ein ETF ist oder eine Einzelaktie, kannst du jeden Monat so automatisiert. Das ist so eine Faulenzer-Methode. Man muss dann nicht jeden Tag sich das alles angucken und ständig die Strategie ändern, nur weil da jetzt ein neuer Politiker irgendwo auf dem Podest sitzt. Ja, Heißt es einfach aber so ein für ganz lang. dich, du sagst ja Unternehmen, die so 100 Jahre alt sind, dein Depot ist komplett techfrei, weil selbst so alte Sachen wie Oracle und Microsoft sind ja keine 100 Jahre alt. Also kann ich jetzt hier als Titel von diesem Video nennen, Tim Schäfer hat keine einzige Tech-Aktie im Depot, oder sagst du, naja, ein paar Beimischungen sind da auch schon mal drin? Ja, Beimischungen habe ich schon. Ich habe, also alle Fang-Aktien sind im Depot, auch Microsoft. Ja, es ist dabei. Und meine größte Position ist Netflix. Also ich habe die schon, aber leider, ja, leider. Also, naja, wenn du mal schaust, so im S&P, also die sind schon stark gewichtet dort, gell? Ja, ich hab also keine Tesla. Ich habe einiges verpasst und hey, man kann nicht überall dabei sein und manchmal laufen, also die Kurse sind schon stark gelaufen und wir haben da irgendwo auch schon viel spekulative Anleger und auch viele so Trader und Zocker und manchmal macht mir das schon Sorge, auch bei den Fangaktien, wobei, naja, viele haben so KGV so um die 20, 25, also ich kaufe auch stetig weiter zu bei Microsoft, die Quartalsdividenden, die ich habe, oder bei Apple, obwohl die schon teuer sind, sehr teuer eigentlich vom KGV her. Aber ich mache da einfach weiter. Hey, natürlich, ich habe so eine Mischung Wachstumsaktien und so alte Langeweiler, ja. Vielleicht eine Frage noch, du hast gerade immer KGV angesprochen. Wie siehst du eigentlich, weil für mich ist es immer schwierig, ich gucke jetzt nur nach dem KGV. Ich habe in letzter Zeit auch immer wieder mal nachgeschaut, na gut, wie sieht eigentlich die Cash-Situation aus? Weil für mich ist auch sehr, sehr wichtig, glaube ich, wie schnell schlagen die ihr Cash um, wie ist der Umsatz? Ich glaube, das werden gerade bei deinen Tech-Werten fast wichtigere Kennzahlen langfristig werden als der reine KGV, sondern wird eher gucken, wie schnell setzen die ihr Kapital um, wie schnell gewinnen die neue Kunden, wie schnell bieten die neue Services an, wie schnell disruptieren die irgendwie was Neues. Ist für dich das auch mal mittelfristig zu sagen, ja, vielleicht sollte man von Warren Buffett eins erlernen, aber man sollte auch was Neues dazu lernen und vielleicht das Ganze mal ergänzen, weil ganz ehrlich, wenn Warren Buffett zu seinen damaligen Anfangszeiten mit solchen Tech-Werten sich nur beschäftigen hätte können, weil das die großen Überfliegen wären, wäre die Frage, ob er heute seine Theorie genauso aufgebaut hätte wie damals. Wie siehst du solche Erweiterung der Strategie und du sagst, nee, du bleibst eher so auf dem. Nee, ich habe ja auch so eine Amazon und so, die haben eine riesen Zukunft. Das, allein wenn man mal schaut, was die Nachbarn alles bestellen oder auf der Straße, diese ganzen Amazon-Pakete, überall die Logistiker, ja. Und da kannst du kaum ein KGV ausrechnen bei der Amazon, aber die haben eine riesen langfristige Perspektive. Ich meine, die Leute bestellen, machen E-Commerce und die sind begeistert davon. Das ist die Zukunft, das lässt sich kaum noch wegdenken. Also, klar, also du kannst nicht immer mit nach dem KGV gehen. Ich habe so ein paar Amazon reingemischt. Ich hab die Facebook, ich habe die Alphabet. Es gehört alles, kann man alles ins Depot reinpacken. Man muss halt mischen, streuen. Und ganz wichtig, halt auch so langfristig denken. Und nicht so ständig so. Der deutsche Anleger investiert für 2 Monate oder 3 Monate und dann wird schon wieder alles umgeschichtet. Man muss gerade bei so Wachstumswerten sowas laufen lassen. Ja, also wenn du ständig nach 10% Gewinne mitnimmst, was wäre dann aus der Amazon geworden? Da hättest du nie einen 200-300% Gewinn im Depot, ja. Also ich nehme mal mit, KGV ist zwar immer noch wichtig, du guckst aber auch nach der Story. Vielleicht die letzte Frage und dann bin ich wirklich dankbar, dass ich viel Zeit von dir in Anspruch nehmen konnte.
wie oft, du sagtest Buy and Hold, aber wie oft schaust du wirklich das Depot an und wann würdest du auch mal einen Wert verkaufen? Weil Buy and Hold ist ja eins, aber ich sag mal Buy and Hold, es gibt halt viele Werte, die waren früher mal im Dow Jones drin, die sind jetzt rausgeflogen schon seit langem. Irgendwann kommt vielleicht der Punkt, wo man vielleicht sagt, die Story läuft nicht mehr, so ein Leben läuft nicht mehr, der neue CEO, der gefällt mir nicht mehr. Gibt es auch dann einen Punkt, wo du sagst, das sind die Sachen, da verkaufe ich? Ja, nee, also ich will die schon ewig halten. Das Problem ist, du hast natürlich recht, da werden manche rausgekegelt und du hast so Krisenfälle und Pleite-Dinger, sowas wie Wirecard jetzt in Deutschland oder du hast auch hier so Dauerkrisen. Schau dir mal an, General Electric hat eine schwere Krise. Aber das Problem ist, wenn sowas passiert, ja, dann verkaufst du wirklich auf einem niedrigen Punkt. Mhm. Dann ist das ja schon alles eingepreist und die Unternehmen oder Intel hat ja auch enorme Probleme, ja. Und dann vielleicht kriegen die das wieder hin bei General Electric, bei Intel, was ich hoffe. Oder schau dir an die Bankenkrise, die wir hatten dann vor 12 Jahren oder so. Du verkaufst dann echt am ungünstigsten Zeitpunkt. Netflix hat eine schwere Krise, die sind mal abgestürzt um 70%. Ja, und dann denkst du, meine Güte, die haben echt was falsch gemacht. Verkaufst das, du ärgerst dich blöd, wenn du dann schaust. Amazon hatte schwere Zeiten nach der Gründung. Mhm. Microsoft hatte Probleme. Die haben alle mal Probleme. Wenn du einen guten Konzern hast, hoffst du, dass die das wieder hinkriegen. Und wenn du so einen Marktführer hast, ich meine, die haben schon Kapazität, die haben enorme Bilanzen und so. Ich habe keine Sorgen, so eine Intel oder so. Ich denke, die werden das wieder hinkriegen. Oder hoffe ich zumindest. Auch wenn sie vorübergehend jetzt mal abgehängt werden von vielen anderen, die viel besser das gemacht haben. Heißt also wirklich, in den letzten Jahren hast du keine Werte verkauft? Letzte Frage, wirklich versprochen? Nee, eigentlich nicht. Außer zwangsweise, weil, hey, ich habe auch so ein paar Penny Stocks oder so Dinger, die pleite gegangen sind. Dann kriegst du eine E-Mail von deiner Bank und sagst, hey, leider müssen wir die ausbuchen oder so. Oder bei Übernahmen passiert das. Oder ja, das ist ja was anderes. Zwangsweise, ja, aber ich verkaufe keine. Also ist nicht geplant. Die einzige Ausnahme, die ich mache, ist vielleicht, hey, wenn ich irgendwann mal eine größere Investition machen würde, wie eine Immobilie, eine Wohnung kaufen oder was, dann bleibt mir nichts anderes übrig. Aber ich habe das eigentlich nicht vor. Ich möchte die einfach liegen lassen, ja. Und die bleiben einfach so. Und ich stocke sogar noch auf über die Dividenden. Mhm. Und das ist meine Strategie, so eine richtig Beinholz, so Extremschiene. Also große Sorgfalt beim Kauf, großes Vertrauen drin und einfach die Werte, die du dich einmal dafür entschieden hast, denen bleibst du treu. So kann man es, glaube ich, dann zusammenfassen. Ja, genau, der Vorteil der Strategie ist, du überlegst dir halt im Vorfeld genau, machst dir Gedanken, ist das eine gute Firma? Wenn du da eh nur investieren willst für einen Monat, könnte das egal sein, dann kaufst du so ein Spec oder irgend sowas Wildes, Verrücktes. Genau. Okay, Tim, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Bleib gesund, ganz wichtig. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, spätestens zur digitalen Invest. Wir werden sehen. Bis dahin. Ciao, Tim. Mach's gut, Richie. Danke.